Dann kämpfen wir gegen die restlichen da. Hallo! Ja, dann schau mal bitte, ob ich meine Pokémon vernünftig aufziehe. Parasek. Ungut. Okay. Aber, okay, Knirscher war ein Volltreffer. Weiß nicht, ob es sonst gereicht hätte, aber egal. Kapalores! Ah, oh, Kapalores. Das ist Pflanze Wasser, ne? Da gibt's nicht viel, oder? Was dagegen hilft? Gift, Flug und Käfer. Laubfänger ist noch nicht stark genug mit seinen Flugattacken. Vielleicht. Sind wir zu Bello? Der hat Käfer drauf. Kann aber auch Teddy mal einsetzen. Dann gucken wir mal, was seine Attacken so bringen. Versuchen wir es mal mit Konfusion, Verhöhner, okay. Oh, nice. Hydropumpe, ui. Gut, dass ich hier Bello nicht eingesetzt habe. Ich glaube, das reicht gegen ein Hornolio, reicht das mit Konfusion. Ach, stimmt, ist ja auch sehr effektiv, klar. Abunga. Wir versuchen es weiterhin mit Konfusion. Genau, perfekt. Bald ist Lobfänger auch einsatzbereit. Tangolist. Tangolist ist ein sehr schnelles Pokémon. Jeden Fall mit einer Attacke. Dann, oder es lag halt. Ah, hat keine Wirkung. Ei, ei, ei. Versuchen mal Solarstrahl. Eisenabwehr. Ah, da gut erkannt. Aber Spezialverteidigung ist ja eigentlich was anderes, ne? Nicht sehr effektiv. Reuterfeuer. Ja. Sollten wir vielleicht austauschen. Das Problem ist, Bello braucht bessere Attacken. Wobei, vielleicht hilft Sternhieb, ich weiß das gar nicht. Warum ist... Der ist nicht nur Pflanze, ne? Was ist Tangolist denn noch? Pflanze Unlicht. Ey, I see. Boah, da war viele Schwächen. Gift. Ja, wir kommen, wir nehmen Bello mal rein.
Ja. Läuterfeuer, jetzt wird er verbrannt. Oh, doch nicht. Okay. Setz ruhig weiter Läuterfeuer oder Eisenabwehr ein. Das spielt mir beides gut in die Karten. Einmal noch, dann ist er weg. Katze ist auch nicht schlecht. Ist auch in Ordnung. Wahrscheinlich sind das seine einzigen drei Attacken. Barschwa, ja, das wechseln, da wechseln wir das Pokémon. Teddy sollte man nicht wieder reinnehmen, der brennt. Blume macht am meisten Sinn, auch wenn ich gerne Jochen ein bisschen mehr trainieren würde. Okay. Ja, dann freue ich mich mal. Wir gehen jetzt erstmal zurück und heilen die Verbrennung von Teddy. Mit dir. Die will nicht kämpfen. Den haben wir schon. Dann ist nur noch die hier dran, ne? Bin gespannt, was sie für Psycho-Pokémon hat. Krautvogel. Das passt sogar fast. Traunvogel, wie sieht's da mit Unlicht aus? Sehr gut. Lupfstrahl, das passt auch perfekt. Nice. Damit ist Jochen dann auch Level 21, das ist sehr gut. Aurora-Strahl, ja nee, ist klar. Was? Wie, hier können viele Geist-Pokémon Eis attacken, kann das sein? Gengar, Traunvogel. Naja, soll mir egal sein. Laubfänger schon Level 16, das ist gut. Schaufler! Er hat ja echt gute Attacken. Aber eine Bodenattacke wäre vielleicht mal echt nicht schlecht, ne? Bei der Schnabel. Boah, das ist eine sehr gute Attacke. Sehr stark. Viele AP. 100 Genauigkeit. Sehr gut. Springt hoch und landet im nächsten Zug. Aber hat nur 85. Ist stärker. Aber hat 85. Unausweichbar. Hat weniger AP. Weniger Genauigkeit. Braucht auch zwei Züge. Eventuell paralysiert der. Aber naja, dann mache ich das lieber weg. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Laubfänger könnte noch sehr, sehr gut werden. Ich habe keinen mit... keinen mit Dings dabei. Ich mach Prügler weg. Das ist eine Kackattacke. Mir ist es immer besser.
Dann kommen wir hier durch. Wir brauchen auch gleich noch ein Pokémon mit Zertrümmerer. Da können wir gleich auch schon mal direkt gucken, wenn wir das geben. Beleber. Ja, nenn mir ein unnötigeres Item in einer Nuzlocke. Bist du der Onkel? Mhm. Ja, okay. Alles klar. Weil schon. Ja, nee. Aber können wir nochmal machen. Wir können aber direkt einmal gucken, wen wir zur Trümmerer geben. Dann einmal in die Höhle rein und die frei machen. Dass die Leute auch von Metarost wieder nach Wiesenflur kommen. Dann lass mal gucken, wem wir das geben. Vielleicht mache ich, wenn ich nichts Besseres finde, mache ich hier bei Jochen Metronom weg. Ja, tatsächlich denke ich, dass ich Metronom wegmache bei Jochen. Ja. Ist einfach zu unsicher, Metronom. Kann alles und nichts sein. Kann man nur als Verzweiflungsattacke Tat nehmen. Aber mehr auch nicht. So, in dem Tunnel waren wir natürlich auch schon. Ne, im Metallflurtunnel. Hier hatten wir das Schlurp bekommen oder gesehen. Fangen haben wir es ja nicht. Da ist wieder ein Schlurp. Wir fangen es aber nicht. So, wo sind wir hier? Route 116. Okay, hier hatten wir das Potrott und dazu zählt das. Ja klar, ich such die mal. Ich such deine Brille, keine Sorge. HP Plus. Mehr gibt's hier nicht, okay. Stolunio wäre eigentlich auch ein ganz cooles Pokémon gewesen. Ich glaube, das hat auch nicht allzu viele Schwächen, ne? Ein Bergfreund. Das ist also ein ungestümer Mann im Gebirge, alles klar. Blubber, perfekt. Nice. Finde ich gut. Ja, wenn der weiterhin nur Blubber einsetzt, dann bleibe ich bei Knirscher. Himmelhieb kann er aber auch. Interessant. Solange es keine Käfer- oder Pflanzenattacke sind oder Elektro, alles gut. Water. Ninja Tom! Ja, da geht nur ein Pokémon. Da müssen wir Zackenbart einsetzen mit Feuerattacken, mit seiner Feuerattacke. Das heißt Wunderwache, ey. Ich habe echt gedacht, ich hätte das ausgeschaltet. Beim nächsten Mal werde ich drauf achten.
Gut, dass Ninja Tom das hat. Stell dir mal vor, so ein Lobfinger will nur Attacken erlernen. Geil. Stellt euch mal vor, irgend so ein Pokémon mit kaum Schwächen hätte das. Wir hatten doch vorhin so ein Pokémon, das hatte nur ein oder zwei Schwächen. Oder hier, Traunfugil, habe ich gerade noch offen. Nur Geist und Unlicht. Wäre krank. Ja. So, lass uns mal schauen. 90 mit Selbstschädigung. Nee, nee, nee. Lieber nicht. Traumato. Cool. Ja, gegen Psycho war doch Unlicht gut, ne? Oder war das umgekehrt? Ich vergesse das immer wieder. Ja, Unlicht ist sehr effektiv. Okay. Dann kommt Jochen wieder rein. Oberstrahl macht nicht viel. War sogar ein Volltreffer. Ah, ich hätte eigentlich gedacht, dass er komplett weggeht. Aber okay. Aurora-Strahl, kein Problem. Nice. Ja, da sind die beiden Verliebten, die getrennt sind und wir retten sie. Wir werden ihre Liebe retten. Oder so. Yes. Los, Jochen. Zeig deine Kräfte. Yes, einfach weg damit. VM04 erhalten. Stärke. Hier werden wir später noch brauchen. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich es eingestellt habe, dass ich auch VMs einfach verlernen kann. Das wäre gut. Ich weiß nicht, ob man das einstellen konnte. Es wäre gut, wenn man das einstellen konnte und ich es dann auch gemacht habe. Das wäre gut. Der Momo, der... seht ihr das so ein bisschen in der Ecke? Nee, nicht ganz. Macht sich gerade einen Karton zurecht. hat sich ganz komisch angehört, deswegen muss ich gerade mal gucken, was das ist. Bitte, bitte. So. Das haben wir auf der Seite erstmal erledigt. Rechts kommen wir auch ohne Server nicht weiter. Wir haben den Arena-Leiter besiegt. Jetzt gibt es nur noch einen Weg für uns. Richtung Norden. Da sind auch noch ein paar Gegner. Vielleicht gehen wir aber erst nochmal in den Markt und gucken. Wie viel Geld wir haben. Ach, guck mal, wir können uns noch ein paar Superbälle kaufen. Supertränke auch vielleicht nochmal. Wir wollten... Wir haben jetzt Fahrrad. Ah, es gibt noch einen Weg. Den Fahrradweg. Da können wir jetzt erstmal lang den Hafenbrief holen und ihr den Hafenbrief geben. Und da sind ja auch noch einige Trainer. Da können wir auch nochmal ein bisschen trainieren, bevor wir weitergehen. Ja, hier. Kleiner? Hey, nie wegfahren. Hey,
Will er gar nicht kämpfen? Na dann. Hier aber. Ein Creakle. Das ist ein Eis-Pokémon, wenn ich mich nicht irre. Also, ich weiß, dass eine Weiterentwicklung Eis-Pokémon ist. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ich denke schon. Ich setze mal erst Knirscher ein. Ja, das geht ganz gut. Pilzspore. Nein. Als ob. Komm schon. Uff. Ja, moin. Was kannst du ruhig machen? Aufgewacht. Nice. Nice, nice. Ist ein Radweg. Ich weiß nicht, wovon er redet. Muss ich ehrlich sagen, weiß ich gerade nicht. Wo war der Küstenradweg? Hm. War aber auch Smaragd nie gespielt, muss ich sagen. Da gibt es ja doch ein paar Erinnerungen zu Rubin und Saphir. Ich habe halt Rubin 1000-mal gespielt. Damierplex ist doch auch Psycho, ne? Noch nicht. Ist das normal? Das wäre Psycho. Sollte man noch richtig schreiben. Lol. Schon wieder falsch geschrieben, mein Gott. So. Nee, das ist von Typ normal. Ach so. Ich dachte echt, das wäre Psycho. Ja, schon wieder was Neues gelernt, ne? Guter Lander, ja moin! Rache als Fee. Laubfänger ist Laubfänger schon stark genug? Könnte sein, ne? Könnte auch Level 17 sein. Er darf da nur keine Feuerattacke einsetzen. Reptine sollte aber schneller sein. Ah, Level 14 sogar nur. Aquaknarre, perfekt! Nice! Easy. Ice Heap. Yes! Sehr stark, sehr stark. Drachenklaue. Oh, ich habe das jetzt kurz mit Drachenwut verwechselt. Das wäre natürlich mies gewesen, weil er hat eh nur 38 KP. Ja, ganz schön wenig, ne? Oder? Level 18, vielleicht geht das auch. Uiuiuiui. Wäre das Drachenwut gewesen, da hätten wir Laubfänger direkt wieder bye-bye sagen können. Ein Kamerupt. Ja, ist doch perfekt gegen unseren Jochen. Lehmbrühe sollte ausreichen. Smog, okay. Ja, natürlich vergiftet. Ah, verdammt. Müssen wir mal ein bisschen mitzählen. Obwohl, da kommen, glaube ich, eh noch Gegner. So, wir sollten kein Risiko eingehen und die Vergiftung aufheben. Na
das auf jeden Fall. Ja, dann setzen wir ein Gegengift ein und holen wir gleich neu. Eins haben wir sogar noch. Ach, der will gar nicht kämpfen. Ja, moin. Ja, ist gut. Junge. Ach, guck mal doch hier. Ich wollte so sagen, da gibt es noch welche, die kämpfen wollen. Pampi ist doch Boden, ne? Eine Blitzkanone! Was zur Hölle? Was? Alter. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass Jochen das überlebt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das Pokémon wird gewechselt. Hydropi. Da kann ich nur Blume einsetzen. Ich bin halt am überlegen, ob ich dann vielleicht auch mal andere einsetze. Teddy oder so. Die halt das Level nötiger haben. Aber sollten wir erstmal nicht machen. Regis? Ja, nice. Oder Regieis, wie man will, aber Regieis wäre für mich mit 2 i geschrieben, deswegen nenne ich Regis oder Regeis. Regieis passt für mich 0. Naja, das wäre für mich dann mit 2 i geschrieben, es wird aber nicht mit 2 i geschrieben, deswegen weigere ich mich, Regieis zu sagen, auch wenn es sich am besten anhört. So steht es da einfach nicht. Von mir aus Regis oder Regeis. Und wieso Pokémon. Level 6 nur, okay. Und wieso Pokémon ausgesprochen werden, das kriegen ja selbst die Macher von Pokémon nicht richtig auf die Reihe. Also ich kann mich an eine Pokémon-Folge erinnern. Da nennen die. Da geht's um Panzereron. Und die Menschen nennen es die ganze Zeit Panzereron. Aber das Panzereron selber sagt die ganze Zeit Panzeron. Also selbst die Macher von Pokémon scheinen sich da nicht so ganz sicher zu sein. Wie man manche Pokémon ausspricht. Von daher denke ich, geht das auch in Ordnung. Da wäre jetzt natürlich Wasser extrem gut. Hilft gegen Kabutops noch was anderes? Pflanze Elektroboden. Nice. Stahl ist normal. Käfer ist normal. Gift ist nicht sehr effektiv. Und Gestein ist auch normal. Dann machen wir mal Sternhieb. Das ist, glaube ich, die stärkste Attacke von den dreien. Das ist eh nur Level 6. Da achte ich gar nicht drauf irgendwie die ganze Zeit. Sehr komisch. Der Murzel, nee. Wenn das auch nur Level 6 ist, dann sollte das gehen. Level 14, okay. Aber Felswurf? Oh, nicht so. Zweimal getroffen. Fuck, Hydropumpe! Alles klar. Komm, Teddy. Teddy macht das schon. Donnerschlag. Das Ding kann Hydropumpe und Donnerschlag.
Okay, geht daneben. Mal sehen, was. Mal sehen, was Konfusion so macht. Ah! Ey! Oh, das ist doch unnormal! Ein Volltreffer, natürlich! Tschüss! Oh mein Gott, ey! War das jetzt eine Geburt? Wablu. Ja. Wablu. Das ist die einzige Donner. Ne, der. Ne, wer hat den Donner? Wer hat den Elektro nochmal? Ah! Zackenbart, okay. Dann setzen wir jetzt mal. Das ist auf jeden Fall irgendwas mit Flug. Ich weiß nicht, ob vielleicht nur Flug ist, weiß ich gar nicht. Aber Flug ist auf jeden Fall mit dabei. Deswegen setze ich Donnerschock ein. Das ist eh nur Level 6. Ja, okay. Konnte ja vorher nicht wissen, welches Level das hat.